Ich habe den heutigen Vormittag schon sehr genossen. Es gab sehr gute Input-Referate eben genau zu diesen Themen. Was sind Chancen und Risiken der Freigabe von Daten, also die ganze Open Data-Thematik? Jetzt, wo sind wir in einer Phase, wo wir viele neue Innovationen gesehen haben im Internet, wo Open Government erstmal so als Hype-Begriff so ein bisschen durch die Wälder oder durchs Dorf getrieben wurde. Und jetzt kommen wir aber in eine Phase, glaube ich, wo jetzt wirklich mal reflektiert nachgedacht wird, was kann Internet wirklich als Mehrwert bringen für politisches Handeln? Also sowohl auf Seiten der Verwaltung, da ist der Begriff offene Staatskunst ganz interessant, also welchen Mehrwert hat wirklich Partizipation, E-Partizipation für Verwaltungshandeln und auf der anderen Seite aber auch für den Bürger. Für den Herbst 2010 sehe ich in Deutschland zwei Trends, die gegeneinander laufen. Auf der einen Seite eine stärkere Zunahme von Bürgerbeteiligung. Wir erleben das begonnen in Bayern mit der Nichtraucherkampagne, dann über die Schulreform in Hamburg bis zu Stuttgart 21 und später möglicherweise auch die Olympiabewerbung von München und Garmisch-Partenkirchen, wo Bürger in der Tat mobil machen, wo sie vor allen Dingen moderne Technologien nutzen zur Organisation von entsprechenden Demonstrationen oder Aktivitäten, Stichwort der Bahnhof in Stuttgart. Und auf der anderen Seite die Tendenz, dass innerhalb der Politik ein gewisses Unwissen stärker wird, wie mit Technik, wie mit Kommunikation, mit Dialogen umgegangen wird. Zum Beispiel macht die Erfahrung bei Frankfurt Gestalten, bei dem Projekt, was ich ja organisiere, dass oftmals die Bürger eigentlich schon froh sind, wenn sie einfach mal kommentieren können. Das heißt, wenn sie ihre eigene Meinung darlegen und die steht dann erstmal im Web. Oder aber dann auch eine Diskussion dazu führen. Die Möglichkeiten, die das Internet bietet, sind die, dass man sehr vielfältig darstellen kann, wie Prozesse sind, wie Themen sich gestalten. Man kann das sowohl sprachlich, schriftlich machen, man kann das in Filmform machen, man kann das in Animationsform machen. Man hat die Möglichkeit, Themen viel intensiver zu erklären, als das bisher der Fall war, in Form von einem Flugblatt oder in Form von einer Beteiligung bei Bauvorhaben, in dem ein Aushang in einem Rathaus gemacht wird. Die Diskussion über Open Data, Open Government finde ich hochspannend, hochinteressant. In Deutschland gibt es einen Nachholbedarf nach wie vor in Sachen Transparenz. Deutschland war lange Zeit Nachzügler in Sachen Informationsfreiheit.